Jetzt hier bei uns im Hintergrund sehen wir hier jetzt gerade die Asphaltdeckschicht eingebaut worden. Jetzt sehen wir hier noch die Walzen, die jetzt hinter uns die Verdichtungsarbeit leisten. Im Nachgang muss natürlich der Asphalt noch abschließend auskühlen. Aber da sind auch noch eine Reihe von Prüfungen erforderlich. Beispielsweise muss noch die Dicke gemessen werden. Es muss noch die Ebenheit gemessen werden. Das ist für die Qualitätssicherung schon wichtig. Aufmaße müssen noch erstellt werden. Und im Nachgang wird dann die Markierung noch hergestellt. Und auch die Schutzplanke muss noch gebaut werden, sodass hier die Absturzsicherung auch wieder gegeben ist. Also wir haben jetzt geplant, dass wir jetzt stadteinwärts am Montagmittag hier auch wieder für den Verkehr die Straße freigeben können. Und in die andere Richtung, stadtauswärts, wird spätestens Dienstag früh wieder ein Fahrstreifen für die Verkehrsteilnehmerinnen zur Verfügung stehen. Im weiteren Verlauf in der nächsten Woche wird es dann noch so sein, dass ab Donnerstag früh wieder uneingeschränkt der Verkehr auf der B263 auch laufen kann. Dann fehlt nur noch der Linksabbieger von Frankfurt kommend in Richtung Darmstadt sozusagen, am Mühlenburger Kreisel, diese Richtung. Da wird momentan noch an der Lichtsignalanlage auch parallel gearbeitet. Das wird voraussichtlich am Freitagmittag dann in der nächsten Woche fertig, sodass dann am Nachmittag auch dieser Linksabbieger wieder zur Verfügung stehen kann. Die Radfahrer sind dann schon am nächsten Wochenende wieder auf ihrem ursprünglichen Radweg zurück. Jetzt also quasi am 11. oder 12. 12. steht der Radweg wieder zur Verfügung. Genau, die Radfahrer sind die ersten, die wieder in der ursprünglichen Lage dann zurück sind. Also im Bereich der Bahntrasse, die Gleise sind jetzt soweit schon wieder hergestellt. Der Schotter ist aber noch nicht ganz abschließend, da muss im Prinzip noch gestopft werden. Und im Nachgang müssen dann die Oberleitungen noch hergestellt werden. Und die Signaltechnik und so weiter wird dann auch nochmal getestet. Da ist auch ein neuer Mast noch aufgebaut worden. Also da sind schon noch ein paar Tätigkeiten, die da auch durchgeführt werden. Geplant ist am 22. Wieder den Zugverkehr aufzunehmen. Und die letzten Signale waren auch, dass man hier im Plan ist, sodass das auch nicht gefährdet ist.